So, und da sind wir wieder. VIP 5, auch Part 5. Juhu! Oh, klasse. Mann. Ja, da habe ich jetzt eine ganze Zeit drauf gewartet. Nur deswegen habe ich VIP 5 aufgenommen, damit ich auch VIP 5 Part 5 sagen kann. Und anschließend, juhu! So. Guck mal, wie schön der Hintergrund sich bewegt. Guck mal, was ich hier gefunden habe. Einen grünen Apfel. Ja, was toll, den hatte ich auch. Dort ist auch ein grüner Apfel? Ja. Ah. Ich mag grüne Äpfel mehr als rote, also jetzt im Real Life. Grüne Äpfel, die sind so lecker sauer. Ich mag das total. Ich dachte, jetzt grüne kommt sowas, ich mag grüne Äpfel mehr als grüne Shells oder so. Nee. Aber im Real Life doch auch, oder? Ja. Weil hat grüne Shells, die sind so hart immer. Ja. Nee, was magst du lieber? Rote, so rot-gelbe Äpfel oder grüne Äpfel? Das Problem ist, ich weiß die Farbe nicht, aber die ich mag, die heißen Goldelicious. Na, die sind gelb sicherlich, wenn die Gold heißen. Das könnte sein. Das sind doch so eine ganz gelben, oder? Dann. Tja, wie gesagt, ich weiß die Farbe jetzt nicht auswendig. Hä, wie soll man denn da hochkommen, wenn man nicht fliegt? Na, von oben fallen. Ah. Nee, ja, so diese ganz gelben, die schmecken auch, da hast du recht. Nee, aber mir schmecken die grünen trotzdem am besten, die sind so lecker sauer. Voll vom Original geklaut. Hey, was ist da vom Original geklaut? Vier Sachen nebeneinander mit Ranken. Ja, lass mich doch labern. Ist doch alles Quatsch. Ich glaube, ich spiele gerade wieder in Slow-Mo und kann das. Fraps. Oh, hi Yoshi Coin. Vierte Yoshi Coin. Schmeißen die mit japanischen Buchstaben? Ja, glaub, schon seit VIP 1. Hört mal auf, hier mit japanischen Buchstaben zu schmeißen. Was ist das denn? So, dort drin, da ist nur irgendwas gewesen. Also da, also kein, also nichts, was du brauchst, keine Yoshi Coin war da oder Beste so. Beste Beschreibung ever, da ist irgendwas. Aber du hast noch eine Yoshi Coin verpasst, aber die kannst du noch locker holen, ja. Was du hättest den vielleicht mal drücken sollen. Drücken einfach. Ach, da oben. Nee, hier, dann siehst du schon, die Münzen zeigen dir den Weg, wie du schnell fallen musst. Ach so. Ja, pff. Ah, Tür. So, ja, da hättest du auch die Yoshi Coins. Oh. So, weißt du, was das Problem ist? Nach dem Boss kommt das erste doofe etwas. Naja, das passt doch dann, dass wir hier den letzten. Also das erste lange, langweilige, doofe Level mit Secret Exit. Hui. So, den mache ich jetzt platt, bevor er einmal die Wand hochgeht. Toll. Hat ja auch noch keiner geschafft. Das hat ja auch noch keiner geschafft, Conan. Noch nie. Nö, auch überhaupt kein Tasser. Du musst den mal platt machen, ohne dass er sich nach links bewegt. Das ist dann schon eher was. Ja, das ist also das, immer, was mit Tasser. Ja, immer gleich wieder drauf, sodass er die ganze Zeit auf einer Stelle bleibt. Das habe ich schon mal oft gemacht. Das ist nicht ja, so klar, da habe ich jetzt aber keinen Bock drauf. Ja, so jetzt kommt da wirklich das erste schlecht. Also es ist nicht unbedingt schlecht, aber es ist ein doofes Level einfach, weil es total langweilig ist und der Secret Exit extrem nervt. Wasser! Mit Yoshi Coins und Secret Exit. Auf geht's. Ach Gott, nee, dieses Level. Ab geht er. Nee. Ja, ab geht er. Und am Ende ist es wieder gar nicht so schlimm, wie du gedacht hast. Doch, es ist so schlimm, wie ich gedacht habe. Und diesem Level bin ich mir sicher, dass es so schlimm ist, weil ich hab's bei Rocker gesehen. So, Freak hier mal bitte gleich hoch. Warte, rechts. Warte, nicht mich spoilern. Ich spoiler nicht, das hättest du sonst nie. Natürlich wäre ich gleich mal erstmal hochgeflogen. Ich hab doch eine Feder. Ich muss nur erstmal hier wieder Fraps besänftigen. Oh, du glaubst doch nicht. Natürlich wäre ich in der Höhle hochgeflogen, wenn ich dort gesehen oben hätte, dass hier sonst nichts ist. Ja. Ja, so, da siehst du das Erste, was du brauchst. Aber bitte Geduld. Tu mir nicht den Gefallen und schwimm mit dem Peacewitch dahin zurück. Weil, mach erstmal den normalen Ausgang. Yoshi Coin! So, das ist wieder nämlich so ein Secret Exit, wo du für ein Secret Exit 10 Sachen machen musst hintereinander. Der Peacewitch, den Peacewitch holen, dort hinten bringen, gehört dann dazu. Aber das ist nicht der erste Schritt. Ja, ich mache jetzt erstmal den Secret. Den Normal. Ja, meine
Du musst sogar den Normal zuerst machen. Also zumindest, wenn du die Yoshi-Coins mitnimmst. Guck mal, da oben ist eine. Oh. Ich hab mich gerade gewundert, wo ich bin. Ich bin unten entlang geschwommen. Und ich schwimme gerade im viel zu schnellen, aber es ist egal gerade, weil es geht so. Hm. Schwimm nicht überall hoch, dort ist nirgendwo eine Yoshi-Coin oben. Oh. Gut, abgesehen von da, aber... Hm. Komm, jetzt lass mal einmal eine Feder... Na komm, jetzt lass mal die Feder mal weg für einen Moment. Reicht jetzt auch mit Federn. So. Ah, na. Da fehlt okay, eine. Es fehlt eine Spur ein bisschen zurück. Nur bist du, bevor du aus dem Wasserbad rausgehst, hier unten rechts. Ah. So. Normal Exit gut und schön, aber jetzt kommt halt der Secret Exit. Ja, geh da nochmal hoch und guck, was da Lustiges ist. Peace, Rich. Win! Schneller schwimmen! Yay! Okay, mit dem schneller schwimmen ist es gar nicht so schlimm. Ist überhaupt kein nerviges Level. Cut off! Und guck dir die geniale Overworld an. Es ist so episch. So. Jetzt viel Spaß beim Peacewitch von da hinten holen und hier hinbringen. Ich habe keine Ahnung, ob ich mit der Musik in einem Klang bin, weil ich sie eh nicht höre. Wie, du hörst sie nicht? Die ist viel zu leise für mich, um sie zu hören, aber in der Aufnahme hört man sie einigermaßen. Lol. Jetzt höre ich sie auch wieder ein bisschen. Alter, Fraps. Mach mal hier nicht so ein Rabauz. Was hast du immer gesagt, wenn Donkey Kong abgegangen ist? Was? Mach nicht so ein Rabauz. Das hab ich gesagt. Ich glaube, Rabauz hast du gesagt, oder? Ja. Nee, das hab ich nicht gesagt. Wie hast du es denn dann ausgedrückt? Mach nicht so einen Scheiß wahrscheinlich. Eher. Nein. Du hast etwas putzigeres Wort gesagt. Ich glaube, es war Rabatz. Sowas. Doch, ja, natürlich. Das kann sein. Rabatz, aber nicht Rabaut, sowas sage ich. Oh, Rabatz, aber nicht Rabaut, oh mein Gott. Conan, wir sind hier in Sachsen. Ich bin in Sachsen-Anhalt. In Sachsen-Anhalt sagst du Rabatz, nicht Rabaut. Rabaut würde ich niemals sagen. Ja, naja, aber es ist ja für mich dasselbe. Ja, aber für mich nicht. Okay. Rabauz habe ich eigentlich noch nie so wirklich gehört, außer von dir. Ja, dann war es halt Rabatz. Mein Gott. Riesenunterschied. So, jetzt viel Spaß beim Peacewitch dahinter bringen. Ja, ist ja nicht schwer. Ja, ist auch nicht schwer. Du hast es auch noch nicht geschafft. Hui. Wobei, warte mal, stimmt, du hast es ja doch. Weil du hast ja schon... Ach, puh, ich hätte sagen sollen, du sollst erstmal den Peacewitch hinterbringen, dann... Schade, ich hätte dich verarschen können, aber ich könnte jetzt auch zwei Peacewitches mitnehmen, aber ich glaube, das muss ich nicht. Nein, musst du nicht. Ja, dann kann ich dir jetzt nämlich auch sagen, dort oben, wenn du dann da hingehst mit dem Peacewitch, brauchst du nämlich alle Yoshi-Coins. Und die hast du ja jetzt schon, weil ich nicht dran gedacht habe, dass du die ja eingesammelt hast, deswegen ist es jetzt gar nicht so scheiße. Achso. Deswegen gehst du da jetzt einfach hin und hast die. Aber die muss man doch eh einsammeln, die Yoshi-Coins. Ja, nicht unbedingt, halt nur fürs Final Castle. Und das weißt du ja hier noch nicht, dass du die einsammeln musst. Das stimmt, das ist allerdings fies. Ja, na, du musst dann halt zurückgehen und den ganzen Hack nochmal spielen. Bäh. Oder ich glaube, es gab auch einen Weg im Final Castle, das so zu machen, ohne die Yoshi-Coins. Schreibe ich dann eigentlich blind drüber, weil ich habe ja dich dabei und du erzählst mir ja alles. Du schreibst, Blind plus Deppel. Ja, genau. Hui. Hui. Ja. Du schreibst einfach im ersten Part in die Beschreibung, dass es für dich blind ist, aber dass es nicht schlimm ist. Ich komme hier eigentlich hoch, ohne den P-Switch zu drücken. Ohne eine Feder zu haben? Ja. Na, gar nicht. Ach so. Okay. Das ist auch ein Teil des Secret Exits. Die Feder. Und der P-Switch und die Yoshi-Coins, ich sagte, es gibt so viele Teile. Ja, es gibt ja Teile. Genug Federn hier in dem Level, deswegen geht's ja. Ja, es ist bei VIP immer. Die Secret Exits bestehen aus vielen Sachen.
Du brauchst die Feder, du brauchst den Peace-Switch und du brauchst die Yoshi-Coins, um hier unter der Messagebox durchzukommen. Ah. Und jetzt kommt noch ein nerviger Unterwasser-Auto-Scrolling-Smash-Part. Mit geiler Musik aber. Ja. Mario Kart, ne? Weiß ich nicht genau. Es ist auf jeden Fall ziemlich geil. Und es ist ziemlich trollig an einer Stelle. Weil, das schaffe ich. Na gut, ich schaff's nicht. Weil du es dir durch die Switches da viel schwerer machst, als es eigentlich wäre. Also hier machst du es dir die ganze Zeit leichter, weil die Fische eingeschlossen sind durch die Switches. Und dann kommt wahrscheinlich so ein Abschnitt, wo man dann so in der Kurve gehen muss oder so. Nee. Oh. Aber anderes Lustiges. Hier. Da unten. Naja, ich darf so nämlich nicht ducken, aber okay. Sowas kommt jetzt immer mal. Und das macht's schon schwerer. Kann ja einfach nach vorne. Naja. Sehe ich. Vielleicht jetzt. Nee. Vielleicht jetzt. Okay. Dann bleibe ich hinten. Hm. Passt, schafft man ja eh. Das macht's auf jeden Fall nicht leichter, dass da die Switches unten sind. Das stimmt wohl. Aber drückt's der nicht. Ach so, nee, stimmt, der drückt's nicht bis ganz durch. Ach, wieso gehe ich denn? Ach, jetzt wollte ich gerade im Video vorspulen, aber du spielst ja hier. Nee, wenn ich jetzt zu langsam bin, kannst du auch ausschalten. Nee, ich hab jetzt versucht. Mit der Content spielt schon wieder so langsam, will ich gar nicht sehen. Nee, Spaß. So. So habe ich das doch gar nicht gemeint. Gar nicht. Oh. Wo geht's da hin? Hui. Rechts zuerst, genau. Habe ich automatisch gemacht, ohne dass du spoilerst. So, jetzt mal wieder die Deppelhaftigkeit ablegen und guck mal im Hintergrund, wie schön er da die Kreise gemalt hat mit den Waldteilen da oben. Das macht Sinn, ne? Wunderschön. Aber ich finde die Palette von dem Level voll toll, die ist so herbstlich irgendwie. Ja. Also Hintergrund und Vordergrund zusammen sind auf jeden Fall sehr cool. Für alle, die keinen Plan haben, die Palette sind die Farben. Das wissen ja wohl alle. Deswegen sag ich's doch, Mann. Das Gimmick vom Level sind im Prinzip, dass ganz viele lustige Sachen mit Koopas gemacht worden sind. Also das Level besteht eigentlich nur aus Koopas. Goodbye, was ist Raid. Man kennt Koopa-Levels sonst immer nur als Level 1-Level. Hier will ich hoch, verdammt. Na, da willst du nicht unbedingt hoch. Du willst rechts. Du willst erst den linken Pfeil benutzen und dann den. Ja, da war der P-Switch. P-Switch! Und eigentlich soll er durch eine Disco-Shell ausgelöst werden. Die da? Hey, nicht cheaten! Nicht den lustigen Teil cheaten! Das ist ein lustiger Teil hier unten gewesen. Ja, wie? Ich darf gar nicht hier hoch. Nee, du solltest da eigentlich die Disco-Shell benutzen, um den P-Switch zu bekommen. Du solltest eigentlich gar nicht wissen, dass da oben so eine Blöcke sind. Oh, jetzt hast du den lustigen Teil hier gecheatet. Tja, ist ja nicht cheaten, ich habe ja nur die Feder benutzt. Cheaten wäre es ja, wenn er eigentlich verhindert hätte, dass ich die Feder nicht mitnehmen darf und ich die Feder trotzdem hätte mitnehmen können. Ja. Hat Freaky hier nicht auch gecheatet? Nein. Oh. Freaky cheatet bei sowas nicht. Nimmt er nicht die Feder mit die ganze Zeit? Nein. Oh. Das machen nur du und der DJ New Style. Moment! Ich mache alle Secret Exits.
Ja, du machst immerhin die Secret Exits und überfliegst nicht die ganzen Level. Da oben war eine VIP-Coin, ja. Aber ich mache ja auch kein Speedrun. Wenn man Speedrun macht, dann ist es ja in Ordnung. Ja, was will ich eigentlich mit dem P-Switch außer Leben jetzt bekommen? Den hättest du an der Stelle, wo du da unten gecheatet hast, benutzen müssen. So. Ist egal, wo du lang gehst, zuerst hier oder rechts. Aber rechts unten ist ein cooleres Level. Ja, ja, ich habe schon unbewusst das gemacht, was du nicht wolltest. Ja, nee, aber rechts unten ist echt ein cooleres Level, was dir auch gefallen würde. Das hier ist ein normales Ghost House. Normal heißt mit Puppen. Achso, ja, ich lasse mich gleich selber spoilern, indem ich Fragen stelle. Und dann wundere, wenn er auch noch antwortet. Normal heißt mit einem ganz normalen, ganz normales Ghost House. Normales Ghost House heißt mit einem ganz normales Ghost House. Ja. Ja, mit solchen Rätseln hier eben. Ich glaub's auch. Was man schon 10.000 Mal gesehen hat. Und was ganz klasse ist. Übrigens, normale Ghosthäuser sind ganz normale Ghosthäuser. Wollte ich nur nochmal. Ey, aber weißt du, was der Unterschied ist zwischen einem normalen und einem nicht normalen Ghosthouse? Das nicht normale ist nicht normal. Ja, und das normale ist. Es ist ein normales Ghosthouse. Ja. Das wusste ich schon. Echt? Woher wusstest du das? Du hast es mir gesagt. Oh, krass. An einem ganz normalen Tag. Krass. In jener Nacht, nein. Ich kann das immer noch nicht nachmachen. Kannst du da? Ah, du kennst den gar nicht. Ja, was ne? denn? Die Bito-LP. Dieses der Name krass. Sagt mir was. Krass, ich kann das nicht. Ist das nicht der Bruder von. Von German Let's Play und SipsLP. Ja. Und er hat sein Markenzeichen krass Ding und ich kann das nicht nachmachen. Krass. Und du kannst. Ja, aber er sagt das so ganz, ganz toll. Wie sagt das denn? Ich kann es nicht nachmachen so richtig. Ja, ich auch nicht, wenn ich es nicht kenne. Ja, da muss ich dir mal ein Video davon, wo das vorkommt und dann. Krass. Nee, du kannst das auch nicht richtig, bevor du es gehört hast. Das war auch gar nicht jetzt so gedacht, aber ich will hier einen P-Switch haben, sag mal. Wo gibt's denn hier einen P? Ach, bestimmt hier drin. Hä? Ach so. Komm mal mit. Willst du mich verarschen? Ah, jetzt. Komm mal her. Was willst du mit einem P-Switch? Na, da war doch so eine Tür. Genau. So. Na, bitte, geht doch. Wir brauchen sowas. Hier ist doch. Siehst, fuck this shit. Ja. Komm mal. Du hättest mal die Münzen da lassen sollen, damit du siehst, wo die Tür erscheint und. Ja, habe ich ja. Ich dachte, da kommt dann drunter und kommen dann Blöcke, aber. Nee, du hast hier Blöcke zum Mitnehmen. Ja, super. Ich hoffe, ich habe alle Yoshi-Cones. Hast hier Blöcke vom McDrive, die. Packst du da hin? So, geh da hoch. Packst du dir ins Haus, weißt du? Und ja, dann natürlich. Hier rüber. Ins Geisterhaus. Geister? Ich kann den paar Ghost. Geister nennen. Weißt du, Ghost House, das ist das Beste. Bleib da, du Arsch! Oh. Pesti hat das früher immer gesagt. Ja! Ghost House. Ah, das war auch immer episch. Ah, cool. Das Ghost House, weißt du? Wir haben alle. Nein, ich komm nicht hin! Ja, du solltest vielleicht mit dem Block hier mal oben drüber. Ach, einfach nur oben drüber. Oh Gott. Oder. Das dauert jetzt einen Moment. Im Ghost House. Aber Ghost House ist dann echt so eine Mischung aus badischem Dialekt und Englisch. Das ist wirklich sehr interessant, ne? Ghost House. Das stimmt wohl. Oh, fick das. Fuck das. Alter! Rammela. Das ist ja doof. Nicht. Ich komm doch da dann nicht mehr. Oh, jetzt wäre ich weit oben gewesen. Mist. Ja. Rammela. Ach, verdammt. Am Ende musst du da gar nicht so hoch. Ich habe nämlich keine Ahnung, wie das geht. Ja, aber was soll der Block sonst hier? Ja. Ha 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 ha!
Von unten kann ich auf jeden Fall auch nicht mehr hochfliegen und ich muss ja irgendwie... Gut, ich hätte vielleicht erstmal in die Tür gucken sollen. Und ich hätte Japanisch lernen sollen. Metal hätten wir jetzt hierher dabei brauchen können. Ja, so viel kann der noch nicht. Er hat mir vorhin gesagt, wie alt er ist auf Japanisch. Bald kann er auf jeden Fall gut Japanisch dann schon. Also gut sicher noch nicht, aber so schnell geht das nicht. Aber es ist schon cool, dass er jetzt wirklich Japanisch kann. Oh. Nein! Pamela, Pamela! Nein! Oh. Oh Mann. Aufhören mit dem Haftbefehlzeug. Oh mein Gott. Ist das Haftbefehl? Ramela, Ramela. Ist das ernsthaft Haftbefehl? Was? Das Ramela, Ramela? Geh aus meinem Video raus. Nein! Entschuldigung. Fuck. Manche aus meiner Klasse hören das auch noch. Haftbefehl. Ja, darf man schon, darf aber... Darf man ja. Geh trotzdem sofort aus meinem Video raus, nein. Doch, ja, du gehst jetzt auf jeden Fall ja aus dem Video raus, weil das Video ist jetzt zu Ende. Ha! Wir haben schon wieder 21 Minuten aufgenommen. Mhm. Wir beenden an dieser Stelle den Part, sehen an einer Abzweigung zum Verderben. Das eine führt in einen Scheißhaufen, das andere in den Wald. Ich sage tschüss und tschüss. Bis zum nächsten Mal. Yay.